Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pen and Paper und zwar zu Inside Me, einem Bonnie Original, und ich konnte den guten Dennis begeistern. Schön, dass er am Start ist. Schön, dass du dabei bist, mein Lieber. Schön, wieder dabei zu sein. Du, wie immer. Ich bin doch schon gespannt, wie es weitergeht. Ja, rappe doch mal so. Ich meine, rappe doch mal. Ja. Die letzte Sitzung vielleicht einmal kurz, dass unser Zuschauer auch folgen kann, was eigentlich gerade passiert ist, weil du hast nämlich eine neue Spur entdeckt. Ja, was ist passiert? Also zum einen möchte ich anmerken, dass natürlich die Liebe zur Fotografie gefunden habe. Nein, mein Geisterfreund Bowie hat mir offensichtlich eine Fotorolle mit einem relativ seltenen Format zugespielt. Ich konnte leider gefunden. Die habe ich gefunden. Die war in meinem Wagen, mysteriöserweise. Nee, sie war auf dem Boden neben deinem Wagen. Ah, okay. Gut, dass nicht das in deinem Auto, Entschuldigung, ja. Okay, gut. Dann hätte ich das gar nicht gemacht. Ganz genau, ich ziehe wieder um. mysteriöserweise habe ich den werten Herrn dann natürlich gefunden, nachdem ich mir eine neue Kamera gekauft habe, und zwar draußen am Radcliffe Lake. Und der hat mir dann ein bisschen auf die Pelle gerückt, als ich nach Hause gefahren bin. Also wahrscheinlich weiß er jetzt, wo ich wohne. Und musste da dann leider Gottes für mich einen Cut setzen, damit man mich nicht so nachverfolgen kann. Es keine Beweise gibt und so. Ihr müsst ja immer schön undercover bleiben. Radcliffe ist ja ein Örtchen, was das beste Sicherheitssystem hat. Und zwar alte Leute an Scheiben. Gefährlich, sollte man nicht mit spaßen. Nein. Nachbarschaftswache, immer wichtig. Und ja, jetzt ist es Sonntag und ich glaube, ich werde mich mal aufmachen zur Messe. Du wachst auf, ja, hast dir pünktlich einen Wecker auf 8.45 Uhr gestellt, stehst auf, gehst kurz duschen, putzt dir die Zähne. Was ziehst du an? Wie ordentlich möchtest du ausschauen? Es ist die Sonntagsmesse. Ich weiß, dass man sich zur Sonntagsmesse ordentlich anzieht. Das heißt, vernünftige Hose, Lederschuhe, weißes Hemd, Krawatte. Nicht schwarz. Und dann geht's los. Als du runterkommst, ja, bist du fertig und los willst, steht vor deiner Haustür eine Flasche Macallan 18 Jahre. Mit einem kleinen Zettel dran. Hoffe, wir spielen bald wieder Schach. Jeff. Ah, okay, cool. Sehr gut. Erstmal rein aus Routinemäßigkeit, ne? Würde ich die Flasche gerne kontrollieren? Sehe ich irgendwelche Einstiche, irgendwas, dass sie geöffnet war vorher? Nein, also sie ist noch komplett eingeschweißt. Du siehst auch von oben kein Einstichloch oder irgendwas. Oder siehst, dass die Flasche irgendwie eine neue Naht hat oder sowas. Nein, sowas siehst du nicht. Vielleicht werde ich langsam ein bisschen paranoid, ich weiß es nicht. Ich nehme die Flasche auf jeden Fall und stelle sie auf meinen Schreibtisch. Mhm. In die Mitte, sodass Bowie ihn nicht wegschmeißen kann. Ja. Und mach mich dann auf den Weg zur Messe. Okay. Du fährst mit dem Auto hin oder läufst du die 15 Minuten? Ich fahre mit dem Auto. Na klar. Ja. Wenn du mit dem Auto fährst hin, ja. Du siehst, alle anderen sind auch mit dem Auto gefahren, ja. Und in einer großen Schar laufen die Leute sozusagen rein. Und als du reinkommst, du siehst, ui, die Kirche ist wirklich voll, ja. Es sind viele Leute. Mhm. Vorne in der zweiten Reihe hörst du irgendwann, juhu, und die Millers winken, ja, freundlich, mhm, und deuten auf den Platz, den sie neben sich freigehalten haben. Es sind sogar zwei Plätze, die sich freigehalten haben. Alles klar, na dann auf zu den Millers. Mhm. Und du gehst, mhm, nach vorne und siehst so, ah, oh, schön, dass sie es geschafft haben. Naja, nachdem, mhm, nachdem wir die Freitagabendmesse verpasst haben, ist natürlich klar, ach, oh Gott, habe Ron, erzähl ich. Und alle, setzt du dich dann daneben, ja, und Dan sagt, schön, dass du da bist, schön, dass du da bist. Und die Kinder sagen, hallo. Plötzlich hörst du eine Stimme neben dir und es läuft dir eiskalt unter den Rücken. Du musst wirklich Kontenance bewahren. Mach doch mal mit Advantage einen Sanity-Wurf, bitte. Mhm. So, dann habe ich, da ist der Sanity Nummer 1. Uff, da ist Sanity Nummer 2. Uff. Okay, auf jeden Fall läuft es dir eiskalt über den Rücken, sich wirklich zusammenreißen. Mhm. Und du hörst nämlich in deinem rechten Ohr, als würde es in dein Ohr hauchen, ja? Alter, sind die nervig. Und das ist Bowies Stimme, ja? Und du siehst neben dir, wie er dort sitzt und dich anlächelt. Und sagt, das ist mit den 5 Minuten aus, jetzt Wahnsinn. Ich kann ja so ein bisschen zu mir selber sprechen, ne? Ja. Und das...
und sage, Alter, das ist eine Kirche, solltest du nicht hier sein? Er sagt, Respekt, die Show geht gleich los. Oh Mann, setz mich hin und guck mir das an. Da, die Orgel beginnt. Da, 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 da. Nein, ja. Und ja, es geht halt los. Es gibt einen kleinen Kirchenchor, der dann singt, ja. Und irgendwann kommt Pastor Jacobs und sagt, guten Morgen, liebe Radcliffe-Gemeinde. Und alle, guten Morgen, Pastor. Ja, so, es ist ein wunderschöner Tag. Und das zeigt, dass der Herr uns, besonders die Gemeinde Radcliffe, liebt. Denn wir mussten uns gestern von einem guten Freund, einem festen Mitglied unserer Gemeinde trennen. Ronald Edison verlässt unsere Gemeinde und ist nun wahrlich an einem besseren Ort. Er ist wieder zusammen in den Kreisen seiner geliebten Martha und sicherlich blickt er gerade auf uns herab. Wir möchten gerne, die Messe geht vorbei, ja, hast dir schöne Dinge angehört, die Leute beten am Ende auch nochmal dafür und die Liste erreicht euch gar nicht, da ist sie schon voll für die Totenwache und am Ende geht natürlich die Kollekte rum. Für dich, ja, die Kollekte ist ein kleines Körbchen, die rumgeht, wo man Spenden für die Kirche und gute Zwecke reinwerfen kann. Also ich habe ganz schön viel Geld ausgegeben in letzter Zeit, ja, ich werfe was rein. Wie viel wirfst du denn rein? $10. Die Millers sehen das und nicken das ab. Ja, 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 ja. Und Dan guckt, hat nur einen Fünfer, ja, und flüstert irgendwas, ja, und sie und holt ihre Brieftasche raus und er nimmt einen 20er und schmeißt 25 rein und gibt die Kollekte halt weiter. Fünf für jeden Kopf. Er möchte halt näher bei Gott sein als du. Okay, das ist in Ordnung. So funktioniert das ja. Ja, cool. Okay, gut. Habe ich bei der Messe den Fotografen gesehen? Nein. Natürlich nicht. Nein. Ja. Okay, gut. Gut. Was für eine Show. Dann wird es Zeit, dass ich... In dem Moment, wo die Messe die Kollekte durchläuft, ja, öffnet sich einmal der Hauptausgang, wo Leute rausgehen, die jetzt gehen, ja, das geht wieder auf die Straße, dann können die Leute rausgehen und so. Ansonsten wird aber auch ein Seitenaufgang geöffnet, das geht in den Garten. Und da strömen jetzt alle Leute hin, die bei dem Mittagsbarbecue, weil es ist jetzt 11 Uhr, ja, es wird der Grill angeworfen und da strömen die Leute hin, die bei diesem Barbecue teilnehmen wollen. Die Millers sind in den Garten gestürmt, weil Dan natürlich den Grill anschmeißen möchte. Ja. Und die Kinder halten das da am Laufen und ja. Ich liebe gesellschaftliche Barbecues und werde mich auf jeden Fall kurz mal mit einschließen, ja, also ganz kurz. Kurz mal reinschauen, ne, und sich kurz sehen lassen, ne, das neue Gesicht. Man möchte ja auch gut ankommen und man möchte ja auch, dass die Leute wissen, dass du für die Gemeinde da bist und ja. Ja. Du gehst in den Hof, schaust dich um und denkst dir, oh, von den Leuten, die du kennst, willst du jetzt an den Grill gehen, willst du Mrs. Miller helfen, willst du Dan helfen, schaust dich um und dann siehst du, dass an der Mauer des Gartens, ja, dir jemand zuprostet und es ist Jeff. Es ist Jeff. Und er trinkt ein kleines Bierchen. Er lehnt halt also ganz lässig. Okay, im Garten oder außerhalb vom Garten? Im Garten. Okay, cool. Bevor ich mich zu ihm bewege, ist der Sheriff auch da? Der Sheriff ist natürlich auch da. Der Sheriff Anderson? Der Sheriff geht nochmal mit der Kollekte zu einigen Leuten und sagt so, ich weiß nicht, wie es gerade bei Ihnen läuft, aber ich glaube, Sie haben verpasst, dass die Kollekte irgendwie an Ihnen vorbeigegangen ist. Und tippt die Leute mit diesem Stock, wo der Korb dran ist, an. Der Sheriff sagt, gut. Es ist für die Kinder, es ist für die Kinder. Pastor Jacobs braucht Hilfe dort. Und wenn sie schon nicht mit anpacken, los. Die Leute füllen das nochmal, wenn der Sheriff das macht, sozusagen. Ja, es kommt ein bisschen was zusammen. Okay, gut. Gut, dann stelle ich mich mal zu Jeff. Schließt sich zu Jeff und Jeff, hast du dir ein Bier mitgenommen oder sowas? Da steht auch so eine Kühlbox mit Lightbier drin. Also wirklich Lightbier. Lecker. Also nicht Light weniger Zucker, sondern Light weniger Alkohol. Ja, so 2,5%. Das ist ein klassisches amerikanisches Bier, was man so übertrinken kann. Also nehme ich mir noch so eine Bierlimo und geh los. Okay. Du lehnst dich so an die Mauer und er pröstet dich und meinte so,
Es war noch früh, ich wusste nicht, ob du auf die Messe gehst, deswegen habe ich die Flasche vor die Tür gestellt, weil das letzte Mal kamst du ja rüber mit einer Flasche und ich habe gesehen, was die Flasche kostet, also dachte ich mir, die nächste geht auf mich. Hervorragend. Sehr guter Tropfen, vielen, vielen Dank, freue mich sehr darüber. Ich hoffe, ich kann dich auf ein Glas einladen, sage ich und prost ihm zu. Ich wette da drauf und ihr prostet nochmal. Irgendwann siehst du Mrs. Miller, wie sie euch so zuwinkt, ja? Und er sagt so, Alter, meinst du, die steht auf dich? Die hängt die ja, die klammert ja richtig. Und er trinkt noch einen Schluck Bier. Naja, Familienleben, man weiß es nicht, nicht wahr? Ich nehme auch einen Schluck Bier und sag, vielleicht ist es auch, sie waren mir echt gut zu Hilfe, also waren mir eine echt wirkliche Hilfe, als sie diesen Unfall mit Ronald hatten. Möge Gott seiner Seele Frieden geben. Ja, das sind gute Leute, habe ich gehört. Das sind gute Leute. Ich muss sagen, ich war lange nicht mehr in der Kirche, aber ich dachte, wenn du gehst, vielleicht sollte ich auch gehen. Ich bin ehrlicherweise kein Freund von Pastor Jacobs. Das war früher anders. Oh, warum, frage ich. Er ist mir zu allglatt. Kennst du diese Leute, die nichts, kein Fünkchen Dreck oder irgendwas haben, wo du denkst, sie sind bessere Leute als du selbst? Alles, was sie machen, ist richtig. Alles, was sie machen, ist perfekt. Irgendwas stinkt doch da, oder? Ich grinse ein bisschen und sage, egal wie hell der Schein glänzt, es ist immer irgendwas dahinter, was es beleuchtet. Ja, er deutet mit der Flasche auf so eine Ecke, weil der Pastor spielt jetzt gerade eine Runde Fangen mit den Kleinen sozusagen. Fällt dann irgendwann um und weißt du so. Und so wirklich so ein... Ja, der perfekte Mann für die perfekte Gemeinde. Zu perfekt. Ja. Und irgendwann kommt seine Frau, ja, die Pastorsfrau, ja, kommt raus und sagt so, Kinder, wie wär's mit frischem Gebäck? Und dann, ihr müsst aber noch Puderzucker drauf machen und dann, und alle feiern und Dan ruft rüber, das ist aber gutes Timing, der Grill ist fertig, wer möchte Rippchen, wer möchte Würstchen? Den Tofu grillen wir später. er sagt schon, okay, das reift dem guten Jeff und er sagt, bringst du meine Flasche zurück, stellt die Flasche hin, ja, und hopst über den Zaun und sagt so, wir sehen uns später. Also ist so eine kleine Mauer, ne, so. Ja, ja, okay. Ja, ja, wir sehen uns nachher. Bis dann. Stell das Schachbrett schon mal auf. Gut. Dann würde ich mich mal, ja, zu Dan stellen, ja, wird mir mal was zu essen holen. Ja. Er sagt und fragen, so, ob es ihm gut geht. Er sagt so, na klar. Durch oder Medium? Medium. Medium, ja. Er knallt dir so ein Ding aufs Brot, ja, und meint so, du musst den Kartoffelsalat meiner Frau probieren. Dafür würdest du töten. ich finde das Wortspiel sehr witzig. Ja. Und wicke das ab. Und ich belüge mich mit dem Fleisch tatsächlich. Und es wird auch Zeit, relativ schnell zu essen. Und dann würde ich mich auch langsam aus diesem Wahnsinn verabschieden. Und während du weggehst, ja, hörst du schon, Mrs. Miller, ja, die gerade neben dem Pastor steht. Die meint so, Mr. Rust, Sie wollen doch nicht schon gehen. Das Barbecue-Vergnügen geht doch gerade erst los. Der Pastor sagt doch so, wir spielen nachher noch eine Runde Flag-Football. Wir brauchen unbedingt noch jemanden für Team Rot. Haha, wir haben uns doch gar nicht vorgestellt. Ich bin Pastor Jacobs. Pastor Jacobs, ich strecke ihm meine Hand entgegen. James Rust, freut mich, Sie kennenzulernen. Schön. Wir haben uns kurz mal im Diner gesehen, glaube ich. Ja, genau. Ich wollte Sie nicht ansprechen oder ähnliches, ne? Aber ich kümmere mich eigentlich um jedes der Schäfchen, aber Sie sind ein gestandener Mann und ich dachte mir, wenn Sie möchten mit dem Pastor sprechen wollen, werden Sie schon da sein und ich wollte die erste große Sonntagsmesse abwarten. Schön, dass Sie hier sind. Es freut mich, Sie in unserer Gemeinde willkommen zu heißen. Es freut mich sehr, hier zu sein. Ich finde auch schön, dass ich so warm aufgenommen werde. Nach dieser wirklich turbulenten ersten halben Woche war das schon, ja... Nun, Sie wissen ja. Ja, wissen. Ja. Mrs. Miller sagt so. Und James, es ist eine so gute Seele. Er ist da, er ist hilfsbereit. Er macht schon seinen Garten neu. Also er passt perfekt in diese Gemeinde. Und der Pastor sagt, ja, er wirkt auch wie ein Gottesgeschenk und grinst dich halt an. Okay. Kann ich ihn irgendwie, also wirkt er, finde ich ihn irgendwie suspekt? Also klar, er ist allglatt, das weiß ich, ja. Er ist so jemand, der nach außen hin definitiv wie Kernseife wirkt, ja. Kernseife, die nochmal eingeschweißt ist in so einer glitschigen Folie.
Weiß halt nicht, ob, liebe Zuschauer, wenn ihr mal so eine Kernseife in seine eine Waschschüssel gepackt habt, der aber das ganze Wasser weiß und undurchsichtig und trüb und das ist egal. Nun, wie dem auch sei, genau so, ja, sehe ich irgendwas, erkenne ich irgendwas, irgendwelche Sprachmuster, die ich ganz komisch finde, zu überpointiert oder sowas in der Art, so ein Psychology-Wurf vielleicht? Mach doch mal einen Psychology-Wurf. Cool. 23, fast geschafft, schwieriger Erfolg. Hard Success. Du vermutest einen leichten Akzent, ja. Mhm. Du würdest sagen, dass das mittlerer Westen ist. Mhm. Aber er gibt sich Mühe, das nicht durchbrechen zu lassen. Okay. Ja. Interesting. Gut. Ich frage ansonsten, einfach. Ansonsten, warte, der Wurf ist so gut, du kriegst mehr Informationen. Entschuldigung. Ja? Ja? Also seine Schuhe, ja, da hast du so Umgang mit. Das sind sehr teure Schuhe. Ne? Sie sehen schlicht aus, ja, aber es sind teure Schuhe. Ja? Davon mal abgesehen, ja. Er trägt einen Ehering. Ja. Aber der Ehering wirkt, ist ein Ticken zu groß für ihn. Das heißt, er rutscht hin und her. Ja? Mhm. Und darunter kannst du sehen, dass kein Abdruck dahinter ist. Das heißt, er wird ihn wahrscheinlich nicht immer anhaben. Das siehst du. Ja? Dann kannst du erkennen, dass er leichte Abschürfungen an der linken Hand hat, an den Fingerknöcheln. Ja? Das könnte von einem Schlag gegen einen Baum sein, gegen eine Wand oder sowas. Mhm. Oder mehrere Schläge. Also jeder, der sich mal geprügelt hat, weiß, wie weh das tut, wenn man jemand anderes ins Gesicht schlägt. Ja, das, also ganz leicht nur vielleicht. Ja, und er ist halt perfekt rasiert, seine Haare sind gemacht, er riecht gut. Er ist ein bisschen zu aufgestylt dafür, dass er ein einfacher Pastor ist. Und auch wahrscheinlich von den Schuhen her, das sind keine Kirchenschuhe. Das sind keine von der Gemeinde bezahlten Schuhe, sondern das ist italienisches Schuhwerk. Maßgefertigt, interessant. Würdest du vermuten, ja. Und du hast das Gefühl, jedes Mal, wenn er dich anlächelt, blinken seine Zähne so. Bling! Okay, ich frage ihn einfach mal. Verzeihen Sie, ich möchte nicht ungehobelt sein, aber höre ich da einen leichten Akzent bei Ihnen? Seien Sie wirklich, also mittlerer Westen? Er sagt, da müssen Sie sich verhören, guter Mann. Und du merkst, dass er sich ganz viel Mühe gibt, dass er wieder sauber redet, ja. Er meint so, ich bin hier in Radcliffe geboren worden, bin aber mit meiner Mutter weggezogen, habe dann in lange Zeit in Vermont gelebt, was ja auch eher Nordost ist, ja. Mhm. Und bin dort aufgewachsen und bin dann wieder hierher gekommen, vor 15 Jahren. Ja. Und du bist dir sicher, dass du vorhin da Texas rausgehört hast. Mhm. Interessant. Gut. Gut zu wissen, dieser Typ hat Schreck am Stecken, sage ich mir. Das ist dir. Ja, und ich bedanke mich sehr gerne für den warmen Empfang und bitte um Verständnis, dass es doch eine wirklich harte Einstiegswoche für mich war, weil ich gerade. Sie haben ja wahrscheinlich noch nicht mal ausgepackt. Wenn Sie Hilfe brauchen, sagen Sie gerne Bescheid. Wenn Sie irgendetwas brauchen, wenn Sie reden möchten, wenn Sie jemanden brauchen, der Ihnen zuhört oder Sie einfach mal bei jemandem sein wollen, ohne zu reden. Unsere Tür steht Ihnen immer offen. Ach, ich habe doch die besten Nachbarn der Welt, Mariah und Dan, neben mir. Die werden mir bestimmt helfen, wenn ich was brauche. Nein, James, du bist der Beste. Und sie sagt, und dann sagt sie so, jetzt bin ich ins Du gerutscht. Ach, das ist doch gar kein Problem. Ja, duzen wir uns doch einfach. Dann noch einen schönen Nachmittag und wir sehen uns. Bis bald. Ich bringe nachher noch Reste von den Wings und Würstchen vorbei. Es bleibt immer viel zu viel übrig. Und Dan ruft so, ja, weil meine Mariah nicht richtig einkaufen kann, als würde sie eine ganze Stadt versorgen müssen. Ja, so. Ja. Es ist ein Albtraum für dich. Das ist der Albtraum von vor Ort. Schrecklich. Schrecklich. Hey, andere Menschen genießen das. Ne? Ja. Du nicht. Nein, ich genieße mich jetzt wieder endlich zu meinem Auto bewegen zu können. Mhm. Bitte. Ja. Ja. Du gehst zu deinem Auto und Bowie lehnt schon an deinem Auto und raucht Zigaretten. Ich lasse ein bisschen die Fassade fallen. Also, wirklich? In der Kirche? Das kannst du doch nicht machen.
Er sagt, ich muss Grenzen testen. Mhm. Für mich ist es auch neu, mein Freund. Steig ein oder schweb rein, was auch immer dir gefällt, sage ich und setze mich ins Auto. Er sagt, wie gefällt dir das? Er schnipst mit dem Finger, ja, und er sitzt auf dem Fahrersitz. Angeber. Gang rein und los geht's. Ach nee, ist ein Automatikwagen, ne? Ja, natürlich, ja. Du setzt dich rein und er und rutscht dann rüber, ja, und du fährst los. Wo fährst du hin? Fährst du nach Hause? Ja. Ich glaube, ich werde mich jetzt mal ein bisschen mit Jeff austauschen. Du fährst und während du auf dem Weg nach Hause bist, fährst du mit deinem neuen Auto sozusagen, probierst mal eine neue Route aus, ja, einfach, weil warum immer nur die gleichen zwei Straßen sehen, wenn die Stadt doch 7 zu bieten hat. Ja. also fährst du eine andere, fährst ein bisschen sozusagen in der City vorbei und du kommst an einer Videothek vorbei, denn Radcliffe hat trotz Netflix und Jungle Prime, ja, hat immer noch einen Videoladen. Und rate mal, welches Auto du vor dem Laden siehst. Einen himmelblauen Mustang heruntergekommen. Nicht Mustang, aber Ford. Ford. Ja, tatsächlich. Mhm. Okay, cool. Ist es, wenn ich, sehe ich da irgendwie, wenn ich so vorbeifahre, wann die aufhaben? Haben die gerade auf? Ist es Sonntag? Ja, die Videothek hat immer offen. Also, nein, die Videothek hat 7 Tage die Woche geöffnet und öffnet jeden Tag von 9 bis 23 Uhr, außer sonntags, da haben sie von 18 bis 22 Uhr geöffnet. Okay, gut. Oder 17 bis 22 Uhr. Es hat sich gezeigt, dass Radcliffe die Leute auf den Sonntag gerne Filme gucken auf dem Abend. Mhm. Hervorragend. Dann, mein Gott, ein guter Film, ne? Schad nix. Gucken wir uns das doch mal an, ne? Mhm. Ich fahre auf jeden Fall rauf und steig aus und schau mich doch mal in dem Laden um. Hoffentlich ist das nicht nur so ein Schmuddelladen, dann ist mein Ruf gleich wieder ruiniert. Nein, es ist eine normale Videothek mit sehr vielen Blu-Rays und DVDs, ja. Aber der Laden ist leer. Also du siehst niemanden, also keinen Kunden, der da drin rumläuft, ja. An der Kasse steht so eine junge Frau, die aufs Handy schaut, die gar nicht mitgekriegt hat, obwohl du reingekommen bist, obwohl es dünn gemacht hat, ja. Und dreht so ihren Kaugummi auf den Finger. Okay, toll. Genau das, was ich haben möchte. Cool. Ich würde mir mal. Was gibt's da? Das hole ich mir. Ich hole mir jetzt einfach doch mal eine. Ich schaue mich einfach nur erstmal um. Ja, John, ich bin so ein bisschen. Will er eigentlich nichts ausleihen, bevor ich da ausschaue. Shutter Island. Ja. Unter dem. Dann siehst du auch noch eine Pappfigur von Titanic. Ja. Okay. Dann siehst du so einen zwei Aufsteller, die bei den Actionfilmen stehen. Und das ist Creed, ja, das ist der neue Rocky-Film. Mhm. Und es ist eine normale Videothek. Und dann, aber als du so ein bisschen drin rumläufst, siehst du, dass es eine Tür gibt mit einer Treppe, die nach unten führt. Mhm. Und da drüber steht zum Stöbern. Zum Stöbern. Interessant. Na dann. Gucken wir uns das doch mal an. Scheint ja wohl ein Zugang für Kunden zu sein, ne? Genau. Der ist offen, ja. Du gehst runter und bist nochmal an der halben Ladenfläche von der Videothek sozusagen. Ich nenne sie jetzt Videothek, ja, auch wenn es hauptsächlich Blu-ray sind. Und dort gibt es unten eine abgesperrte Sektion hinter einer Tür, wo du erotische Produkte findest und indizierte Dinge, ja. Und ansonsten, als die andere, da siehst du, findest du ganz alte Filme noch. Es ist wie ein Archiv und zwar ganz viel VHS. Und da siehst du den schmierigen Typ stehen, der gerade nach VHS guckt. Der gerade nach VHS guckt. Interessant. Sind das schmuddelige VHS-Filme? Nein. Das sind Klassiker. Das sind klassische Filme. Das sind wirklich Klassiker, ja. Mhm. Filme, die es oben auch alle in mindestens auf DVD gibt, ja. Aber er läuft da halt rum. Und er hat nicht irgendwie schmuddelige Filme schon unterm Arm oder so, sondern er hat so ein kleines Tablet hat er in der Hand, ja. Womit er irgendwelche Titel nachguckt und irgendwas, also du siehst, ja, wenn du so von, er hat die Hauptseite von IMDb geöffnet, ja, und checkt wahrscheinlich gerade irgendwelche Ratings von Filmen. Okay, cool. Ja, dann würde ich mal. Wenn du die letzte Stufe runterkommst, schaut er rüber und sagt, haben Sie den Film gefunden? Film gefunden? Ich lache kurz. Nein, leider nicht.
Ich halt versuchen, habe mir heute vorgenommen, nochmal rauszufahren. Vielleicht versuche ich ihn nochmal zu finden. Es ist das Gute, dass sie in diesen schönen Schatulchen drin sind. Da kann ihnen ja eigentlich da draußen nichts passieren. Aber naja, sie werden wohl recht haben. Der Film wird wohl verloren sein. Das passiert. Ab und an passiert sowas. Sogar wie einem Profi. Ich habe letztens auch erst eine Filmrolle verloren. Oh, du überlegst so. Also, du siehst, wie er so überlegt. Und dann sagt er, und? Sind Sie hier wegen der Klassiker? VHS? Oder suchen Sie was man eigentlich im Internet auch kostenfrei kriegt? Ich schaue mich um, guck ihn an und sag, erzählen Sie es keinem weiter, aber ich suche nach einer VHS von Casablanca. Er sagt, da vorne, top rated. Und du siehst Casablanca. Perfekt, ausgezeichnet. Hole ich mir. Und kann ich irgendwie erkennen, ob er das für sich macht, ob er irgendwie versucht, er sucht gute geratete Filme, ja. Es ist nicht so, dass er dort arbeitet, richtig? Er arbeitet dort nicht, nein. Er sucht, hat eine Liste auf dem Telefon oder auf seinem Tablet, was er da hat, ja. Es ist kein Telefon, es ist eindeutig ein Tablet, ja. Also er ist ein bisschen Übertreiber, ja. Ne? Also, wenn du was nachgucken müsstest, würdest du die schnellste Variante nehmen, ja, und deswegen würde jeder auf seinem Handy nachgucken. Er hat halt sein iPad, was auch immer das ist, ja, und guckt es da drauf nach und hat es gefunden, sucht sich 2, 3 Filme raus und legt die halt hin. Das sind alles alte Schinken. Und er sagt, naja, es gibt halt, die Filme kann man alle auch im Internet sehen, aber ich finde, es hat einfach Charme, das zu rewinden, dieses Flackern des Films. Das ist der gleiche Grund, warum Sie und ich noch in analog fotografieren. Das stimmt schon. Und nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich spule nie zurück. Das ist sehr schön. Er meint so, es ist einerseits schön, Rebell zu sein. Außerdem ist es schön, wenn Cindy da oben vergiss die 50 extra Cent abzurechnen fürs Vergessen. Wir verstehen uns, sage ich. Ja. Na dann, schönen Abend noch. Er sagt auf. Ciao und er verabschiedet sich so und er sagt, und das rutscht ihm so ein bisschen raus und dann macht Ciao. Okay, cool. Perfekt. Gut, er ist also ein Trekkie, gut zu wissen. Er scheint ein Trekkie zu sein, ja. Ja, ja. Und ja, gut, okay. Dann würde ich nach oben gehen und ich nehme den Film jetzt einfach mit. So. Und stelle mich an die Theke und gucke, ob ich ein bisschen Beachtung finde, damit ich den Film mitnehmen kann. Sie guckt dich an, ja. Und sagt, sie sind neu. Guckt wieder weg und sagt, zieht einen Zettel raus und meint so, sie brauchen eine Kundenkarte und schiebt dir den Zettel hin. Okay. Ich fülle den Zettel aus. James Rust. Ja. Die Karte ist bei der Abgabe des Films dann auch fertig. Macht dann $1 für den Film, $2 für die Kundenkarte und schön zurücksprulen, ja? Weil sonst gewiss. Sie wissen, dass Sie den Film auch kaufen können als DVD für $6,99. Ja, ja, ja. Aber ich bin ein Fan. Ich bin ein Fan. Okay, okay. Ein Fan von alten Zeiten. Okay. Früher war alles besser, sagt man. Darf es noch was sein? Nein, danke. Chips. Ich möchte Sie gar nicht weiter stören. Schönen Tag Ihnen noch. Ciao. Ich geb kein Trinkgeld. Ist sie nicht gewohnt. Okay, cool. Ja. Perfekt. Kann ich mich dort irgendwo mit meinem Auto unauffällig hinstellen? In Redcliffe? Blöde Frage. Vergib mir meine Dummheit. Gut, dann möchte ich das anders machen, ja. Ich fahre einfach nur nach Hause, weil offensichtlich scheint es ja so zu sein, dass er entweder mir gefolgt ist, das ist ja auch mal eine gute Variante, das herauszufinden. Dann müsste er das Haus, wenn er mir gefolgt ist und nicht in dieser Straße wohnt, würde er nicht gleich vorbeikommen, denke ich mal. Ja. Und sollte er in der Straße wohnen, müsste er gleich vorbeikommen und dann könnte ich ja mal einen kleinen Spaziergang noch vorher machen, eventuell. Das würde ich jetzt abwarten, dieses Event. Er wohnt nicht bei dir in der Nähe, er kommt auch nicht mehr bei dir vorbei. Er wohnt nämlich in die andere Richtung. So wie es der Straßenverlauf auch vermuten lässt. Also als ihr das letzte Mal gefahren seid im Corso. Okay. Ja. Als du bei dir zu Hause ankommst, siehst du, dass ein Zettel an deiner Tür hängt, ja. Es ist das gleiche Post-it, was auch an der McKellen-Flasche dran war. Ah, Jeff. Ja. Was steht drauf? Hab viele Pakete von Jungle für dich angenommen. Perfekt. Sunday Delivery? Fragezeichen. Ja,
cool. Nimm das Post-it ab, geh rein, hol mir die Flasche McKellen, leg dieses sagt selber schon DVD, weil ich so daran gewöhnt bin. Ja, das ist schon merkwürdig. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine DVD irgendwo eingelegt habe. Egal. Gut, zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Ich pack das an die Seite, mach mir die Krawatte ab, da, zieh mir ein bisschen was Bequemeres an und dann gehe ich mal rüber zu Jeff und lass uns mal ein bisschen Schach spielen. Du gehst rüber zu Jeff, ja. Du klingelst und du hörst es schon, während du vor der Tür bist, durch den Garten, ja. Es ist offen! Alles klar. Ich gehe rein. Du gehst rein und du siehst schon direkt am Eingangsbereich steht ein riesig großes Paket. Ja, du denkst ja, okay, gut, da müssen das die beiden Teleskopständer stehen, ja, damit man so diese Filme aufhängen kann. Dann hast du noch ein kleines Paket, da sind wahrscheinlich die ganzen Boxen drin, ja, mit wo du die Flüssigkeiten reinmachen kannst. Dann siehst du zwei verschiedene Kanister, die da gekommen sind und noch allerhand so Kleinkram, was du dir einfach noch dazu bestellt hast. Ja, dann würde ich mir auf jeden Fall mal angucken, ob, also ich würde gerne mal nur so augenscheinlich überfliegen, ob die Pakete geöffnet worden wären oder könnten. Nein. Es ist überall noch die Jungle-Banderole drin, wo man das abziehen muss. Es ist genauso angenommen worden. Sealed. Perfekt. Cool. Ausgezeichnet. Ja. Ich will mich ganz offen ehrlich zeigen, dass ich mich freue, ihn zu sehen und sage, na, du weißt doch. Aber du misstraust ihm trotzdem, ha? Sag das nicht so. Nein. Naja. Und sag halt, man braucht halt ganz schön viele Sachen, wenn man sich neu einrichtet, nicht? Das fällt er mir sagt, später auf. Er sagt so, darf ich fragen, was du planst? Mich einrichten. Ich bin. Habe ich dir schon erzählt, was ich mache? Du schreibst Bücher. Oder was ich über. Ja. Und du weißt doch, wie das ist mit der Kreativität und der wirklich allseits gegenwärtigen Blockade, die man so haben kann. Ich nehme mir natürlich vor, Bücher zu schreiben und kriege keine erste Seite hin. Man muss sich umorientieren. Man braucht irgendwelche anderen Impulse. Das kann nicht immer nur der gute Scotch sein. Übrigens, und halte die Flasche hoch. Er deutet auf zwei Tumbler, die er schon neben das Schachbrett gestellt hat. Cool. Ja. Ja, setze mich hin, entkork die Flasche, gieß uns großzügig ein. Also, Entschuldigung, ganz kurz. Hast du ihm jetzt erklärt, dass du Fotos machst? Nein. Okay, hast du nicht. Okay. Ich hab's vermieden, das zu sagen. Ja. Er sagt, hey, du ganz ehrlich, ja? Wenn du irgendwas brauchst, ja, du weißt, wir wohnen in ähnlichen Häusern, ja, ich wohne alleine und ich laufe zwischen Garten und Schlafzimmer hin und her. Wenn du irgendwas brauchst, für was du irgendwie Platz brauchst, noch mehr, keine Ahnung. Wenn du, also ich meine, wir könnten uns ein Gym einrichten, sagt er. Du die Hälfte, ich die Hälfte und dann... Gym, ich habe schon lange nicht mehr trainiert, sage ich. Er sagt so, ja, vielleicht ja, in so eine Hantelbank, vielleicht ein Laufband. Ein Cardiogerät. Können wir unten im Keller einrichten, sagt er. Ich hab nichts im Keller stehen, sagt er. Und du kannst den Eingang von außen im Garten nutzen. Easy. Also wir dürfen es nur nicht melden, weil sonst will meine Ex-Frau die Hälfte. Das brauchst du doch gar nicht. Das ist ja mein Zeug. Ja. Das glaubt ihr Anwalt bestimmt, wenn der Kram bei mir stebt. Ach nein. Ja, Ex-Frau. Just saying. Wenn du Platz brauchst, ich hab welchen. Und es geht mir nicht um Miete oder sowas. Ja, wunderbar. Ich komme bestimmt drauf zurück, sage ich. Also, hast du schon Abend gegessen? Nee. Er sagt, willst du ein Steak auf den Grill hauen? Und er meint, du spielst diesmal weiß. Ah, okay. Ja. Okay, ich ziehe dem Bauern weiß zwei Felder vor. Und los geht's. Ihr fangt an zu spielen. Mhm. Möchtest du ihn irgendetwas fragen oder irgendwie ins Gespräch? Also er ist Jeff, ne? Also er ist nicht merkwürdig heute oder irgendwas. Ja. Im Gespräch. Ihr seid im Gespräch. Ihr sprecht über belanglose Themen und ähnliches. Mhm. Und du hörst ein bisschen heraus, dass er ein... hat er dir schon erzählt, was er gemacht hat früher beruflich? Nee, aber ich glaube, dass angedeutet wurde, dass er eine Art Soldat war. Ja, er war bei der Army, ja, das hörst du jetzt ganz klar raus, ja. Objektschutz oder so, ne? Dass er da Objektschutz gemacht hat und dass er nach seiner Army-Karriere einige Jahre in einer Detektei gearbeitet hat. Interessant. Und das hat ihn auch seine Ehe gekostet. Er labert dich jetzt damit nicht voll, aber so, du fragst halt zur Ex-Frau und dann meinst du, naja, er war sehr, ne, der Klassiker, ich war wenig zu Hause, war viel unterwegs und auf der Suche, ne, um Beweise und ähnliches für andere Leute zu finden, kriegt man zu Hause nicht mit, dass sie schon lange bei jemand anderem schläft. So nach dem Motto. Ja, das erzählt er halt so ein bisschen. Und aber hey, jetzt bin ich mein eigener Herr und ich esse Steak, wann immer ich will.
Cool. Naja, ich dachte, ja, als Detektiv hat man ja eigentlich eine relativ gute Menschenkenntnis, nicht wahr? Was hältst du denn von den Millers, frage ich ihn unauffällig. Also, ich behaupte, die Millers, ja, sind anständige und gute Menschen. Hm. Aber keiner ist so perfekt und keiner ist so gut. Und das ist deren Problem. Sie leiden unter einer Geltungssucht, weil sie nicht nur gut sein wollen, sondern auch noch die anderen wissen lassen wollen, wie gut sie sind. Hm. Ne? Sie wollen zeigen, wie anpassungsfähig sie sind. Sie wollen zeigen, wie wichtig sie für diese Gemeinde sind. Hm. Würden sie 50% einen Gang zurückschalten, wären sie immer wahrscheinlich noch die besten Leute, die man sich in so einer Straße wünscht. Aber sie überkompensieren einfach. Und das geht mir auf die Nerven. Und es ging mir nach 16 Minuten auf die Nerven. Also als ich dieses Häuschen gekauft habe und die zu mir rüberkamen mit ihren Brownies, meinte ich, wissen Sie, lassen Sie mich doch erstmal ankommen, hat die Chemie nicht gepasst. Hm. Und du warst einfach netter anscheinend und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt einen lebenden Puffer zwischen uns habe. Gern geschehen. Prost ihm zu. Ja. Perfekt. Er sagt so, oh, er schmeckt so gut. Großartig, ich sag ja, Scotch. Hm, und eine Rarität, wirklich eine Rarität. Sehr gut. Er sagt, ich kenne jemanden in Corsair, der kann sowas gut besorgen. Ist das so? Ja. Großer Fan. Mhm. Solltest du uns mal vorstellen. Tja. Übrigens, kriegst du eigentlich noch was für die Gartenmaterialien? Ich weiß es nicht. Ein schwieriges Thema sein sollte. Er sagt, es ist wichtig, dass du fragst. Hm. Aber du hast schon mehr rotes Fleisch gegessen, was die Kosten angeht. Hm. Alles gut. Die 36 okay. Dollar werde ich verkraften. Mhm. Finde ich es komisch, dass er rotes Fleisch sagt? Nee. Okay, gut. Aber er hat auch vorher jetzt so ein bisschen über seine Ex-Frau gesprochen und sie hat ihm immer vorgeworfen, dass er halt keine 30 wird, wenn er sich weiter so ernährt. Okay. Deswegen. Gegenteil bewiesen. Gegenteil bewiesen. Reicht. Cool. Ich frage ihn, ob er denn, würde mich jetzt so ein bisschen austauschen darüber, ne, wir haben ja jetzt Vertrauen gefasst, dass ich mich gerade so ein bisschen mit Fotografie beschäftige und wo ich denn hier gute Fotos machen könnte im Ort. Gute Motive finden könnte. Ich meine, am besten steigst du ins Auto und fährst einfach so weit, wie du kannst, von Radcliffe weg. Ich meine, zur Fotografie, okay. Kannst du nicht mit Würde dir genauso, kannst du nicht einfach in Würde dir ein Motorrad kaufen und mit viel zu jungen Mädels schlafen für eine gewisse Zeit, wie die anderen in deinem Alter das auch tun? Fotografie, komm mir auf. Ich sag, das mit den Mädels, ne. Ich mir richtig gut vorstellen, dich in deinen guten, weißt du, Anzügen, ich sehe doch, dass das maßgeschneidert ist, ja, in deinen guten Anzügen, in deinen tollen Lederschuhen, schön mit einer analogen Kamera im Wald und dabei deinen Macallan 25 trinkst. Come on, das bist doch nicht du. Hä? Genau. Das bin genauso wenig ist, wie Pastor Jakobs Pastor ist. Was sagst du denn dazu? Was sagst du nochmal? Entschuldigung. Ich sag, das ist genauso wahrscheinlich, wie das Pastor Jakob sein Pastor ist. Was sagst du denn dazu? er wird ein bisschen leiser, weil es ist Radcliffe, ja. Er sagt so, der hat bestimmt Leichen im Keller und das sind bestimmt Kinder, sagt er. Aber hey, du, weißt du? Er ist noch nicht dahinter gekommen, was mit diesem Pastor ist. Er ist perfekt, wie die Millers. Und jetzt ist nämlich eine interessante Sache ist. Ich würde ihn gerne, dass er sagt, er ist noch nicht dahinter gekommen. Das heißt, während ich gerade so meinen Zug mache, ich nehme an, ich verliere gerade wieder. Du forschst nach. Ich habe gelernt, und er zieht nach, ja, dass man besser damit lebt, wenn einem ab und an Dinge egal sind. Wirkst nicht wie jemand, dem Dinge wirklich egal sind, auch wenn er nach außen hin so tut. Schach, sage ich. Er sagt, du hast noch 4 Züge. Und zieht weiter und sagt, hey, ich nehme Pakete für dich an, frage dich indirekt, was drin ist, du willst nicht drüber reden, fair enough. Ich meine, du musst mir nicht verraten, dass du die Kamera-Equipment gekauft hast. Aber ich bin halt auch nicht von gestern, sagt er. Dicker, man sollte nie einen Mann unterschätzen. Und damit meine ich Männer wie dich und mich, die um 9:00 anfangen, guten Scotch zu trinken. Niemals. Darauf zum Wohl. Ich stoße an. Zack. Zack. Ich mache den nächsten Zug. Noch 3 Züge, sagst du. Er sagt aber erstmal, wenn nicht unsere Steaks. Es sind wirklich richtig dicke Brocken, ja? So.
So direkt aus der ganzen Kuh geschnitten. Ja. So. Ja, und ihr spielt, okay. Ihr habt einen netten Abend zusammen, ne? Er hakt auch nicht nach. Also er hat, worauf so, ne, was er dann doch noch erzählt, ist irgendwie, dass er 4 Jahre lang in dieser Detektei gearbeitet hat. Das hat halt gutes Geld gebracht, ne? Und jemand, der lange irgendwo sitzen kann und die Fresse halten kann, ohne sich zu beschweren, da ist jemand vom Objektschutz perfekt. Ja. Und deswegen hat er das gemacht, aber hey. Okay, gut. Genau. Ich weiß ja, dass die Nachbarn reden, also wird wahrscheinlich draußen rumschleichen keine gute Option sein. Kommt drauf an, ne? Wie gut dein Stealth-Wurf ist oder was für eine Ausrede du dir parat hältst. Ja, natürlich. Ich hab keinen Hund. Ein Hund wäre super. Darf ich dir einen meisterlichen Hint geben, weil du das sicherlich als Psychologe deines Formats sicherlich erkannt hast. Ja? Wenn er in einer Detektei ist, findet er kann er mit einem Autokennzeichen bestimmt herausfinden, wer der Halter ist. Ja, just aber safe. Möchte ich ihn? Ja, ich weiß. Just aber safe. Möchte ich ihn einbinden? Ja, ich weiß. Aber möchte ich ihn einbinden? Wahrscheinlich erstmal nicht. Vertraust du ihm das genug? Ne, nur ganz das. Genau, ganz genau. Ich bin ja auch erst seit 5 Tagen da. Genau. Nicht mal eine Woche. Nicht mal. Ja, weißt du was? Ich glaube. Ach, weißt du was? Ich schleich mich heute Abend nochmal raus, weißt okay, du? Okay, alles klar. So, ja. Ihr killt die Flasche, du verlierst noch ein weiteres Spiel, gehst nochmal schön auf die Toilette, weil so viel rotes Fleisch wie in dieser Woche hattest du lange nicht mehr, ja? Ja. Du weißt, in New York gibt es immer irgendwas mit Vinaigrette, deswegen das hält es in Balance, aber. Es ist kurz vor Mitternacht und du gehst nochmal los. Trägst wahrscheinlich keinen Anzug, sondern was Sportliches, Dunkles. Ja, sportlich, dunkel. Am besten so, dass ich aussehe wie ein Jogger. Das kriegst du hin. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, weißt du was? Radcliffe ist ja nicht so groß, ne? Nee. So, das heißt, man kann ja ganz entspannt durch alle Straßen joggen und sich alles so ein bisschen angucken, wenn man möchte, ne? Du kommst trotzdem nicht auf deine Meilen, ja. Okay. Gut, dann würde ich mich in die entgegengesetzte Richtung, weil ich weiß ja, wo er langgefahren ist und wo er nicht langgefahren ist, da würde ich einfach mal ganz entspannt in die Richtung joggen. Du bist in 13 Minuten da, ja, und hast da nochmal einen Umweg geschlagen. Du siehst, das ist so ein ganz, das ist ein Einetagenhaus, auch amerikanisches Vorstädtchen, aber Mittelschicht, würde ich sagen. Und du kennst diese amerikanischen Häuser, wo du weißt, wenn hier der Wind richtig bläst, die fallen alle um, ja, und ungepflegter Vorgarten und ähnliches, ja, alles verwuchert. Das sah mal richtig nett aus, aber wahrscheinlich vor 30 Jahren, ja. Und du siehst das Auto davor stehen und während du dran vorbeigehst, siehst du, dass im Wohnzimmer immer noch ein Fernseher flackert, ja. Und eine wirklich alte Lady schlafend auf so einer Decke davor steht und als du da vorbeiläufst, siehst du am Zimmer daneben, siehst du diesen Typ mit Gaming-Kopfhörern drauf, der vor einem relativ großen Monitor sitzt und er spielt. Kennst du dich mit Computerspielen aus? Kennt sich dein Charakter mit Computerspielen aus? Also mit, nee, würde ich nicht, also der Computer selber nicht, der Char selber glaube ich nicht, dass er sich mit Computerspielen auskennt. Also er spielt, also du siehst, er spielt irgendwas mit Drachen und Zaubern und irgendwas, ja, ein neuer Release von dem neuen WoW und da ist er natürlich dabei. Na klar, Shadowlands. Hervorragend, endlich wird wieder auf Sylvana aufgehuckt, aber zurück zum eigentlichen Thema. gut. Cool. Ich hätte also eigentlich nur der Müllspur folgen müssen. Cool, gut zu wissen. App-Check, bitte. Sexualstraftäter-App. Da muss ich kurz überlegen, ja? Ja. Du findest keinen Eintrag. Ich finde keinen Eintrag. Eintrag. Okay, cool. Jetzt ist natürlich, wäre natürlich interessant zu. Ach, das ist nicht so interessant, glaube ich. Aber er, wenn er Gaming-Kopfhörer aufhat, ältere Lady, er kann doch da nicht einbrechen, das ist doch nicht moralisch gerade. Bei einem Dude, der noch zu Hause wohnt? Ich steige erstmal nicht ums Haus, ne? Alles gut. Und, nee, ich steige erstmal nicht ins Haus, ich jogge jetzt erstmal ganz entspannt zurück. Ich weiß jetzt, wo er wohnt, ich habe jetzt auch seine Adresse. Ne? Du weißt zumindest, wie sein Nachname ist. Okay, da
habe ich das gesehen, ja. Wie ist der Nachname? Jackson. Jackson. X Jackson. Okay, cool. Und gut, dann mal ab nach Hause und dann würde ich sagen, setze ich mich noch ein bisschen an, ein kleines bisschen Recherchearbeit muss noch drin sein, beziehungsweise ich würde gerne mein Fotolabor aufbauen. Wo baust du das denn auf? Im Keller? Oder nimmst du eines der 5 Zimmer, die du noch nicht belegt hast, weil du noch nicht weißt, was reinkommt? Ich würde eins der 5 Zimmer nehmen, da aktuell. Du lässt die Rollladen runter, also du hältst es auch wirklich dunkel, ja. Tauschst die Glühbirnen auf, damit du ein passives Licht hast, was kein UV irgendwie ausschaut, alles abgefohlen. Machst die Tür richtig zu, isolierst die Tür, kippst die Flüssigkeit rein, ziehst dir die richtigen Handschuhe an, ja, und baust das langsam auf und machst deinen ersten Versuch, ziehst die Bilder raus, ja, und legst sie rein und du ahnst schon Böses, obwohl die Bilder noch nicht entwickelt sind, ja, siehst du nur schon in den Negativen, siehst du Kinderschulporträts, ja, und es sind 7 verschiedene Kinder und du siehst das letzte Bild jeweils von jedem Kind, ist wie das Kind tot da liegt. Uff. Okay. Harter Tobak. Dann wird es, glaube ich, Zeit. Also auf jeden Fall erstmal alle Prozesse abschließen, ne? Fotos zu Ende entwickeln. Zur Seite legen, Negative fertig machen, alles einpacken, eintüten, ab in den Safe. Brauchst du mehr Details zu den Kindern, aber ansonsten, wenn du sie brauchst, gebe ich sie dir, ja, aber. Würde ich mir gleich holen. Ich würde gerne mit diesen Details, ja, würde ich mich jetzt gerne natürlich an diese Suche machen, weil ich weiß, es sind ja Kinder verschwunden. 5 Stück, korrekt? Ja, ich sage dir gleich, ja, das sind nicht diese Kinder. Es sind nicht also, diese Kinder. Also du brauchst Zeit, um Recherche zu finden, aber Geschlecht, Alter und ähnliches passt nicht auf diese Kinder. Und wenn du aufmerksam bist, ja, siehst du das, den Ansatz von dem Emblem, wo die Fotos gemacht wurden. Und es ist eine andere Schule. Es ist eine andere Grundschule aus einer anderen Stadt. Okay. Ja. Wo ist diese Stadt? Und zwar ist es Hampton. Die Städtchen heißt Hampton und ist westlich von Corsair. Ist eine Stunde Autofahrt von hier. Okay, vielleicht 1,5 mit deinem neuen Auto. Okay, das nächste, was ich gerne tun würde, ist Jackson und Fotografien-Kombination googeln. Du siehst, dass obwohl er in Radcliffe wohnt, ja, hat er eine Website als Auftragsfotograf in Hampton und in Corsair. Das heißt, er arbeitet hier nicht. Okay, und das ist seine Firma, ja? Es ist eine kleine Ich-AG, ja. Okay, interessant. Wie spät ist es denn gerade? 2:15. Okay, dann heute nicht mehr. Schlafenszeit. Schlafenszeit. Alles schön fein säuberlich löschen, bitte. Okay, ja. Na, Verläufe, blub, alles wieder sauber machen. Da, mit Magneten drüber gehen, fertig. Und dann lege ich mich schlafen, versichere mich noch, dass das Haus abgeschlossen ist. Mal ganz davon abgesehen, dass ich wahrscheinlich zu alt für ihn bin. Für wen? Für den Fotografen. So, ja. Wahrscheinlich. Ja. Trotzdem, man kann ja nicht wissen, es ist Radcliffe. Okay, gut, dann wird es Zeit, schlafen zu gehen. Und bevor ich mich schlafen gehe, würde ich nochmal. Bowie, hörst du mich? Und du hörst hinter dir, du hast mich gerufen. Und er steht hinter dir so. Setze mich auf mein Bett, guck ihn an und sag: Hast du das gesehen? Komischerweise sehe ich alles, was du siehst, mein Freund. Wir hängen hier zusammen. Interesting. Was soll ich jetzt tun? Er sagt: Erstmal gibst du mir einen Schluck von deinem wunderbaren Tropfen. Du meinst, ich gebe mir einen Schluck und dir damit einen Schluck? Nein. Lass mich wenigstens mal riechen. Ich halte ihm ein Glas hin. Durch die Geisterwelt durch riecht er sogar noch gut. Oh. Wir müssen uns was einfallen lassen, sage ich. Was meinst du? Gegen den Typ, ich hab's dir doch gesagt. Ja. Der hat Dreck am Stecken. Gut, okay. Du willst es doch auch verhindern, oder? Zumindest ist das, was noch folgt. Und ich sage dir, du rufst die Cops, sagst den Cops, was du gefunden hast. Die Cops
werden anleiten, dass wir mitteln. Sie werden nicht genug Beweise finden. Sie werden ihn gehen lassen. Und wieder haben wir versagt. Das ist das erste Mal, dass wir wirklich was tun können. Keiner weiß, wo ich bin. Keiner weiß, wo du bist. Keiner weiß, dass wir hier zusammen sind. Dicker, es ist die Zeit, das Richtige zu tun. Okay. Soll ich dich eigentlich mehr in Ruhe lassen? Nein. Ich finde es beunruhigend beruhigend, dass du hier bist. Unerledigte Geschäfte, mein Freund. Ich muss nur noch herausfinden, was. Tja, erzähl du mir nichts von unerledigten Geschäften. Ich nehme mal an, du weißt, warum ich hier bin. Ja. Okay, und hör auf, hier zu rauchen im Haus. Geh wenigstens da raus damit. Hier wird nur eine Zigarette geraucht. Meine Mama? Und das fühlt sich das erste Mal an, ja, als wärst du wieder mit deinem Freund zusammen. Während er rausgeht, hebt er nochmal so kurz sein Bein und furzt nochmal in deinen Raum. Und geht raus. Ne? Also nicht, weil er so ein ekliger Typ ist, sondern einfach, weil ihr euch so lange kennt. Ne? Ihr kennt euch wirklich lange. Es ist dein bester Freund. Ja. Es geht mir sehr nah. Ich bin zwar ein gefasster Mensch, aber eine Träne kann ich verdrücken. Und dann lege ich mich hin. Ja. Bumm, du wachst auf. Wupp. Du hast einen ganz schönen Schädel. Du hast einen ganz schönen Schädel. Ja, das ist eine ganze Flasche, ne? Das tut schon weh. Ja, auf jeden Fall erstmal frisch machen. Ja. Und ich hoffe, es ist noch nicht zu spät, aber nachdem ich mich frisch gemacht habe, wird es Zeit, glaube ich, heute mal woanders Essen einzunehmen, und zwar im Coffeeshop. Okay, es ist 10.30 Uhr. Okay, geht. Ja. Dann gehe ich jetzt hin und setz mich da mal erstmal rein. Gehst in den Coffeeshop rein, dass ich die andere Seite sehe. Ja, und es ist ein nettes Kaffeehaus, da sitzen nicht so viele Leute, wie man es auf dem Vormittag, auf dem Montag vielleicht erwartet. Und es ist halt so ein richtiges Hipster-Café. Ne? Das ist das Postmoderne, wir sind liberal, wir sind jung, wir wollen den Leuten etwas zeigen. Hier kommt kein tierisches Produkt ins Haus. Es ist, ne, so. Ja. Hey. Hey, ich hätte gerne einen großen Venti Bio Organic Coffee mit dem Schutt Hafermilch und das WLAN-Passwort. Auf den Namen James, bitte. Klar, macht $9. Ah, wie zu Hause. Ja, es wird gemacht, ja. Und sie schreibt James auf den Becher, ja. Es sind weder Tracy noch es sind doch weder Linda. Tracy noch Linda, genau. Und der Kaffee wird auch direkt gemacht, es wird gemacht, das WLAN-Passwort ist All Lives Matter, ja. Natürlich. Dazu kriegst du einen Mini-Muffin und meinte, sie sollten auf jeden Fall unseren Hafer-Dinkel-Carrot-Cake probieren. Hafer-Dinkel, das hört sich sehr gut an. Komplett ich nehme vegan, einen. Ohne Zucker. Hervorragend, vielen Dank. Ja. Ich nehme einen. Ja, herzlich willkommen im Clean Radcliffe Coffee Shop. Hervorragend. Ich bezahle wahrscheinlich weitere $8 und Nein, das geht aufs Haus. So. Ah, vielen Dank, sehr gerne. Klingeling, kling, ja, irgendwann geht die Tür auf, ja. Und du siehst so einen Typ reinkommen. Also, nickt dir zu, so guten Tag, so ein großgewachsener Mann mit einer relativ großen Nase, lange Haare, ja. Du würdest sagen, voll der Hippie, ja. Und er sagt, und Charlotte, wie läuft's heute im Geschäft? Sagst du, ich bin wahrscheinlich die nächsten Tage nicht hier. Also, mein Körper ist hier, aber ich bin unterwegs. Ich begebe mich auf eine spirituelle Reise. Sie sagt so, klar, Jay. Sagt so, okay, peace out. Und ist dann wieder, geht dann wieder raus, ja, steigt auf sein Fahrrad und fährt weg. Als du rausguckst und diesem Fahrradfahrer hinterherblickst, ja, siehst du, wie ein hellblauer Ford, ja, vorfährt bei der Videothek und aussteigt und mit einer Videokassette in der Hand reingeht. Hervorragend. Das ist aber auch in der Nähe des Fotoladens, ne? Alles ist in der Nähe. Der Fotoladen ist, du kannst ihn von hier aus sehen. Ja, also es ist schräg gegenüber.
Ja. Okay, cool. Mhm, perfekt. Ich warte. Du wartest. Du siehst, er kommt irgendwann raus, ja, freut sich, ja. Wahrscheinlich hat die Kassette nicht zurückgespult. Ja. Steigt in seinen Wagen und isst ein Schokoriegel, während er diese 5 Meter fährt, bleibt wieder stehen, steigt aus, schmeißt das Papier nur hinten so rein, ja. Mhm. Geht raus, geht rein in den Fotoladen. Es dauert ein bisschen. Dein Soja, dein Haferlatte, ist schon fast alle. Hm. Und irgendwann kommt er raus. Und er hat unterm Arm, hat er ein, es sieht aus wie also von dem Format her könnte es ein Fotoalbum sein, ja, es ist aber nochmal in Papier eingewickelt. Dann hat er einen Karton mit Kodak-Film bei sich, ja. Hm. Und noch ein Paket, wo bestimmt ein Stapel Fotos entwickelt wurden. Die er beim Rausgehen aber direkt in seine Jeansjacke steckt. Einen ganzen Stapel, ja? So ein Stapel mit Fotos. Ja. Mhm. Okay, krass. Und ich warte. Fährt er, kann ich ausmachen, ob er nach Hause fahren würde? Er fährt auf jeden Fall in die Richtung zu Hause. Mhm. Okay, ich habe halt mein eigenes Business zu erledigen. Deswegen würde ich mich gerne nach Hause verkrümeln, ja? Mhm. Ein bisschen Werkzeug einholen. Ja. Ich würde gerne außerdem googeln, welche chemikalischen Flüssigkeiten bei der Fotoentwicklung Brände erzeugen könnten, wenn sie falsch gemischt werden. Okay. Oder mit jemandem und dann ist er tot, ne? Gut, dann wäre wahrscheinlich es viel cleverer, eine Art Gasentwicklung zu starten, die er einatmet und ihn ohnmächtig macht und erstickt. Ich könnte ihn noch abstechen. Das ist eine total tolle Idee. Ich würde jetzt gerne warten. Wie weit ist ein Hampton von mir weg? 1,5 bis 2 Stunden. Okay. Und es gibt ja auch eine Adresse, nehme ich an. Was meinst du? Eine Adresse für die Firma, richtig? Ja, da gibt es eine Adresse. Okay. Checkst du die Adresse? Ich check die Adresse aus. Mhm. Es ist ein Motel an einem Highway kurz vor Hampton. Es ist ein Motel, ja? Es ist ein Motel. Es ist ein anderes Motel und er hat da anscheinend einen Briefkasten. Er hat da einen Briefkasten. Er entwickelt seine Filme wahrscheinlich nicht selbst, sagst du, ja? Das weißt du nicht. Also das kannst du jetzt nicht schließen. Also da er sich Fotos aus einem Fotoladen geholt hat, werden die fremd entwickelt worden sein. Aber jetzt ist natürlich die Frage, was ist mit den Filmen, die Critical Content erhalten? Ne? Die relevant sind. Die zu Hause. Vielleicht macht er das bei sich im Keller, aber was du einsehen konntest, da war kein Entwicklungsraum drin. Aber vielleicht hat er in dem Motel auch ein Zimmer, wo er das da macht. Wer weiß. Okay, gut. Also wird es auf jeden Fall mal wichtig sein. Die toten Kinder lagen alle auf einem Bett. Also es ist auf jeden Fall wichtig, da mal hinzugehen, würde ich sagen. Zum Motel? Ja. Okay. Also ich würde da gerne jetzt mal hinfahren. Direkt zum Motel, okay. Genau, mir das gerne dort mal angucken. Wir skippen die Fahrt einfach, ja? Mhm. Du kommst an, das ist so ein Motelbesitzer, so ein alter Typ, ja? Und er sagt, erste Nacht $40. Hm. Automaten mit Münzen, keine Kreditkarte, nur Cash. Hm. Gefällt mir, sage ich. Und leg ihm das Geld hin. Das sind $50. Mhm. Mhm. Er gibt dir 20 wieder. Gib mir 20 wieder. Okay, sage ich. Für eine Nacht, das kostet $30. Oder habe ich gerade was anderes gesagt? 40. 40? Erste Nacht. Ach so, Entschuldigung, sorry. 40 erste Nacht und 30 die zweite, glaube ich. 40 die erste Nacht und jede weitere kostet dann 30. Genau, so. Ja. Und bei der Adresse stand aber keine Zimmernummer oder irgendwas anderes. Nein. Das ist die Adresse von dem Motel hier. Okay. Ist es so ein altes, klassisches Motel, wo im Hintergrund die Schlüssel hängen? Mhm. Welche Schlüssel sind nicht da? 17, 22, 14. 17, 22, 14. Nur 13 sind gerade belegt. 17, 22, 14 sind gerade belegt. Okay, cool. Und die Zimmer sind auch alle nicht in diesem Gebäude, sondern sie sind außenstehend. Ja, das ist ein anderes Gebäude. Lass mich raten, eins davon ist mein Zimmer, richtig? Eins davon ist dein Zimmer. Welche Nummer habe ich? 22. 22, okay, ausgezeichnet. 14 und 17. Gerne mal rumschleichen und gucken, ob ich Licht sehe.
Also natürlich nicht so creepy, bitte, ja. Ich möchte mir natürlich so schön an der Scheibe. Nein, nee. Ich möchte mir natürlich Eis holen. Natürlich, ja? Klassiker. Hm? Du möchtest die Eis so. Holen, läufst da dran vorbei und du siehst das in der 14, ja. Da sind Gardinen zu, da brennt auch Licht und da vergnügen sich gerade zwei Leute. Alles klar, ausgezeichnet, das gefällt mir. Dann gucke ich mir mal die 17 an. Während du auf dem Weg zur 17 bist, siehst du, dass die Fensterscheiben von Zimmer 15 und 16 von innen verklebt sind und deswegen kann man nicht reingucken. Okay, interessant. Mhm. Ist das bei 17 auch so? Bei 17 ist es nicht so, aber das Licht ist auch aus. Es sind Vorhänge zugezogen, aber Licht ist aus. Was sind denn das für Schlösser? Es sind klassisch amerikanische Drehknäufe. Mit einem Schlüssel, den du reinsteckst, du drehst ihn um und dann kannst du es öffnen und von innen schließt du ab, indem du auf einen Knopf drückst und dann dreht sich der Knauf nicht mehr. Okay, keine spezielle Sicherung, ja? Nee, Eintritt und die Tür ist offen. Außer das Schloss von innen ist halt zugelegt, das könnte es noch halten. Aber es ist ein billiges Motel, was lange überholt werden sollte. Okay. 15, 16, 17. Das ist du siehst einen IPS-Parcel-Service-Wagen vorbeifahren, ja? Der aussteigt und zu dem Motel-Dude, der hinter dem Counter sitzt, ruft, hey Mike, Post ist klar. Und du siehst, wie der Postbote ganz viele Päckchen hat und an so einer Wand, wo es sieht aus wie Schließfächer, aber es sind anscheinend Briefkästen, anfängt Briefe zu verteilen. Okay, cool. Also anscheinend haben mehrere Leute in diesem Motel einen Briefkasten. Interesting. Okay. Da steht ja auch die Briefkastennummer drauf, ne? Ja, Adresse mit der Briefkastennummer. Okay, kann ich das irgendwie zu einem der Zimmer zuordnen? Also jetzt nicht, nur weil ich vermute natürlich, dass es 17 ist. Also zu den Zimmern kannst du es nicht zuordnen. Okay, cool. Okay, meiner Erkenntnis nach habe ich exakt einen Versuch, ein Zimmer einzubrechen, bevor es irgendwie zu sehen sein könnte. Meine Idee ist, eine Zimmertür zu öffnen, und zwar indem ich den ziemlich lauten Eisbecher, sehr Metallbecher wahrscheinlich, ne, fallen lasse, genau in dem Moment, in dem ich die Tür rückmäßig auftreten würde. Dann mach entweder einen Stärke- oder einen Athletics-Wurf. Stärke machen wir mal. Ist das ein halber Wurf? Also ist es nur 30 dann, oder ist es volle Stärke? Normal, volle Stärke. Okay, gut. Machen wir auf Stärke. Puh, geschafft. Die Tür geht 59. auf in dem Moment, wo das Eis... Und du siehst, dass an der 14, in der 14, ja, einmal der Vorhang kurz aufgeht und ein nacktes Fräulein rausguckt und das schnell wieder zumacht. Sagt, Ben, da ist nichts. Keine Sorge, die jagen dich schon nicht. Und dann geht's gleich weiter. This again. Okay. Ich ziehe die Tür wieder so zu, dass die ist jetzt ja sowieso kaputt. Welches, aber so, dass welche Tür hast du aufgetreten? 15, 16 oder 17? Die 17. Okay. Das ist das ist genau so, wie dieses Zimmer aussieht, sieht auch dein Zimmer aus. Du kommst rein, ja, hast zur Linken einen runden Tisch mit einem Stuhl, hast dann an der linken Wand den Fernseher, hast an der rechten Wand ein großes doppeltes Bett, hast hinten auf der rechten Seite eine Tür, die ein Wandschrank ist und hast dann den Eingang zum Badezimmer, wo eine Wanne drin ist, ein Waschbecken und eine Toilette mit einem Fenster in den Hinterhof. Wobei im Hinterhof nichts anderes ist als die Box von der Klimaanlage und dann kommt auch schon eine Betonwand und die Klimaanlage geht sozusagen von der Wand des Badezimmers in den Raum hinein. Okay, interesting. Wenn ich jetzt das Bett so angucke, wäre es für mich möglich zu identifizieren, dass es eins dasselbe Bett sein könnte, was worauf die Kinder gelegen haben? Mach mal einen Glückswurf. Geschafft, 57. Du würdest, weil du ein intelligenter Mann bist, würdest du niemals behaupten, das ist das gleiche Bett, aber du kannst feststellen, es sind die gleichen Bettlaken. Zumindest von der Art und Weise, wie porös, wo die Verzierungen drauf sind und sowas. Also es könnte schon das gleiche Bett sein. Ich meine, es wird ja auch nicht für diesen Ort exklusiv hergestellt worden sein, aber es könnte schon dieser Ort sein. Und jetzt, wo du mir das so sagst, du hast ja meint, da hinten ist nur so eine Mauer, da sind nur die Dinger, da gibt es einen Hinterhof und ein Fenster, also kann ich davon ausgehen, dass die Hinterhoffenster auch
für die anderen beiden Zimmer 15 und 16 gibt, korrekt? Richtig. Okay. Das ist aber nichts, wo man einsteigen kann. Ich wollte mir zum Ausdruck bringen, dass es ein Fenster gibt, was man öffnen kann. Man könnte aussteigen, aber da ist nichts. Ja? Du kannst da nur noch sozusagen entweder dich an die Betonwand stellen, dich unter den Auszug von der Klimaanlage stellen oder durch ein anderes Badezimmerfenster wieder rein. Genau das ist meine Frage. Also zum Beispiel könnte ich aus der 17 Badezimmerfenster raus und in die 16 einsteigen zum Beispiel. Zum Beispiel, aber vielleicht untersuchst du den Raum noch ein bisschen. Okay, gut. Dann würde ich einfach mal spot-hidden-mäßig ein bisschen umschauen. Tu das. Okay. Ich schaue mich spot-hidden-mäßig ein bisschen um und habe einen Erfolg. 33. Sehr gut, ja. Du öffnest die Wandschranktür und siehst, dass hinter der Wandschranktür noch eine Tür ist. Interessant. Okay. Dann ab nach Narnia. Dann öffnest du diese Tür und du bist in dem gleichen Zimmer nochmal drin. Mit dem Unterschied, dass hier zwei Ständer im Raum vor dem Bett stehen, wo Ausleuchtbelichtung steht, die auf das Bett ausgerichtet sind. Mhm. Jetzt wird es langsam creepy und eklig. Ich würde dann natürlich, da 15 und 16 ja da auch nochmal irgendwie mit involviert sein könnten, würde ich das Ganze natürlich nochmal mit dem Wandschrank von 16 zu 15 probieren. Ja, da hast du aber eine Schiebetür dazwischen. Mhm. Und hinter der Schiebetür siehst du, dass der Raum ein kleines Fotolabor ist. Ein kleines Fotolabor, tata. Ja, und da siehst du ganz viele Fotos hängen. Und du siehst auch, dass die Tür von innen, von der 15 und von der 16, sind bessere Türen. Und sie sind von innen sozusagen nochmal mit Eisen bestärkt. Also man kommt nicht durch. Ja. Achso, Entschuldigung, die Tür vom Wandschrank 17 zu 16 war abgeschlossen, aber auf die gleiche Art und Weise konntest du es aufmachen. Okay, gut. Ja. Okay. Gut. Das ist das Chance. Mach mal einen Listen-Wurf auf Hard. Okay, Listen-Wurf auf Hard. Ich stelle erst auf Hard und dann ich horche. Geschafft, 9. Wow. Extremer Erfolg. Du hörst ein Auto direkt vor der 17 vorfahren. This guy. Okay. Was finde ich, was schwer ist? Ein Aschenbecher zum Beispiel. Du findest eine 5 Terabyte Festplatte, die auf dem Tisch liegt. Und die ist schwer, weil sie voll ist, oder was? Nee, sie ist einfach schwer, weil sie massiv ist. Sie ist aus Aluminium und sie ist wirklich schwer. Also es fühlt sich in der Hand an wie ein Backstein, wenn du nach sowas suchst. Okay. Ich suche mir irgendwas, dass ich meine Hand bedecken kann, bevor ich sie anfasse. Ja? Du siehst, du hast ein Tuch an deinem Eisbeutel. Warte, das ist doch ein Fotolabor da, oder? Also müssten doch Einmalhandschuhe da sein. Ja, da sind Einmalhandschuhe. Okay, dann ich gehe mir jetzt die Einmalhandschuhe anholen, ja. Mhm. Und jetzt mal, also jetzt nur vom Listenwurf, ja. Könnte das so ein älteres Auto sein, wie ich es kenne? Ich habe das Auto jetzt ja schon ein paar Mal gehört. Ja. Könnte es, okay. Könnte es sein, ja. Mhm. Du hörst aber jetzt auch nichts mehr, ne? Weil du bist 3 Räume davon entfernt. Du hast es auch nur gehört, weil dein Wurf so krass gut war. Okay, gut. Dann würde ich mir diese Einmalhandschuhe holen, diese Festplatte nehmen. Ja. Und mich, ich weiß jetzt nicht, ob das geht, mehr oder weniger wirklich direkt, ist es möglich? Es ist möglich, okay. Ich würde mich neben den Schrank stellen, ja. Aber so, dass jemand, der reinkommen würde, ja, schauen müsste. Also erst schauen müsste, reinschauen dann müsste. Dann würdest du links davon stehen, weil der Blick in die Flucht ist direkt nach rechts. Mhm. Hast du Licht an oder aus? Aus, okay. So nach ein paar Minuten, ja, weil die Tür ist ja aufgebrochen von der 17, ja, hörst du, wie es an der Tür raschelt, ja, durch zwei Türen durch, ja, und du hörst nur, fuck. Und du hörst, wie jemand reinstürmt. Du hörst, wie jemand reinkommt. Du hörst, wie jemand durch die erste Tür kommt. Du hörst wieder ein fuck, ja, und dann 2 Sekunden später, gefühlt steht auch schon neben dir und er steht mit dem Rücken zu dir und er guckt in den Raum rein und macht gerade den Lichtschalter zu seiner Rechten an. Ist es der schmierige Typ? Es ist der schmierige Typ.
Natürlich. Okay, gotcha. Okay, wäre krass, wenn seine Mom gewesen wäre. Ja, aber Plot ja, du hast ja, ja. Ey, ja, wir ja. wollen. Es geht hier darum, keine Unschuldigen zu töten, ja? Also so. Und na dann. Ganz wichtig, ne? Ja, gucken wir mal, wie viel Terabyte er aushält, würde ich sagen. Puff, ein Schlag. Und du hörst nur, oh, und er fällt hin und sagt, oh, was ist hier los? Oh. Der eine Schlag hat anscheinend nicht gereicht. Er dreht sich um und er sagt... Liegt er auf dem Boden? Er liegt auf dem Boden, ja, und er wendet sich so ein bisschen und schaut so nach oben und sagt so, sie? Oh. Mhm. Und was machst du jetzt? Er ist gerade relativ immobil, oder? Ja, er liegt auf dem Bauch. Okay, du solltest Lauge, ja? Ja. Da steht da bestimmt eine Flasche Lauge rum, oder? Während du dich links, rechts umschaust, ja, siehst du auf irgendeinem Tischen halt diese Flüssigkeiten. In dem Moment, wo du links, rechts schufst, schreit er, Hilfe! Hilfe! Ja, draufschlagen nochmal. Ja. Und jetzt will Mach ich ihn gerne... Mach mal einen Stärkewurf nochmal, bitte. Ja, sehr gerne. Kleinen Augenblick. Geschafft, 55. Ja, du schlägst ihm das Ding nochmal ins Gesicht, ja, er hat eine riesige Platzwunde, es spritzt einmal das Blut, ja, über den Tisch, dir übers Hemd, übers Gesicht, ja, und er bleibt regungslos mit dem Gesicht auf dem Boden liegen. Mhm. Und blutet jetzt aus zwei Stellen aus seinem Kopf. Okay. Welche der Chemikalien, die dort sind giftig? Eine, ich weiß nicht welche, da ist eine. Okay, da ist eine, okay. Ja. Er hat ganz viel Bleiche auch. Naja, die flöße ich ihm auf jeden Fall noch ein. Okay. So viel wie geht, ja. Okay. Gucke, ob ein Schluckreflex vorhanden ist. Ist ein Schluckreflex vorhanden? Nein. Okay. Er schluckt auch nicht mehr, ja? Es läuft einfach rein. Okay, dann die Lauge kippe ich dann über sein Gesicht und seine Kopfwunde noch aus, sodass alle möglichen Sachen noch möglichst ätzend sind, wirken. Möglichst ätzend sind und möglichst viele Beweise davon verschwunden sind. Mhm. Okay. Durchatmen. Bowie jetzt, steht jetzt im Raum. Mhm. Und er sagt, gut gemacht, haben wir den fetten Bastard gekriegt. Mhm. Und ja, es wird Zeit, wenn ich irgendwo Spuren hinterlassen habe, ja, wie zum Beispiel den Abdruck von der Tür von meinem Schuh, ja, den wegmachen. Alles, was ich von der Seite vielleicht angefasst habe, wie ich gesagt, du musst dich beeilen. Ja. Du musst dich jetzt beeilen. Kümmere dich darum. Du musst die eine Tür innen abschließen, du musst sie wieder zuschieben und dann musst du hier schnellstmöglichst verschwinden. Ja? Ja. Die Tür ist von außen gebrochen. Es dauert genau das nächste Mal, wenn Handtücher gewechselt werden, bis sie das herausgefunden haben. Okay. Go. Und los geht's. Zack. Ja, ich hau ab. Mhm. Lass den Schlüssel noch droppen, den ich auch abgewischt habe. Mhm. Ja. Ja, den kann ich ja irgendwo droppen. Das gibt ja bestimmt so ein Drop-Dings, ne? Versuch möglichst ungesehen wegzukommen. Ich weiß nicht, ob du dafür dann irgendwie noch Stealth haben möchtest oder so. Mach mal einen Stealth-Wurst, aber mit Advantage. Mhm. Das ist halt wirklich ein fieses, billiges Modell, Eins wo keiner geschafft, ist. Geschafft, harter Erfolg. Wow, zwei harte Erfolge, sehr gut. Gut, dann fährst du zurück. Mhm. Gut, ausgezeichnet. Ich brauche einen Scotch, Alter. Auf der Autofahrt, ja, auf der Autofahrt, sagt Bowie zu dir, wie fühlst du dich? Es geht, hab Menschen getötet. Du hast zittrige Hände, du hast wirklich zittrige Hände, während du fährst. Ja. Er sagt, achte auf die Straße. Keine Sorge, der Scotch ist bald da. Hm. Und das ist das, das geht dir nicht gut dabei, ja? Aber du weißt auch, es fühlt sich besser an, nachdem du weißt, es ist vermutlich das Richtige gewesen. Ja? Und Bowie sagt, ich bin stolz auf dich. Er hat Kinder ermordet. Kinder. Ich bin noch nicht so stolz auf mich. Puh, sage ich. Er hat Kinder ermordet. Damit ist jetzt Schluss. Ja, ja, was ich auf jeden Fall noch machen würde, ist, das würde ich aber nicht jetzt machen, das würde ich wahrscheinlich morgen eher im Anschluss und relativ ungesehen machen. Ich würde die Fotos noch wegschicken. Wohin? Zur Polizei. Mhm. Wahrscheinlich eher sowas zu solchen Leuten, die sich wirklich damit befassen, wahrscheinlich FBI. Bowie sagt,
schick es an die und die Person. Anonym. Nicht okay. von hier, sondern von Corsair. Mhm. Oder von nochmal ganz woanders. Mhm. Schick sie weg, ja, an diese und diese Person. Sie wird sich drum kümmern. Okay, cool. Gut, das mache ich. Genauso würde ich es gerne tun. Gut, das dauert noch ein bisschen. Du fährst sozusagen nochmal eine Ecke, also bist nochmal eine Stunde länger unterwegs, ja. Mhm. Du überlegst dir auch eine nette Geschichte, weil du hast ja deine Joggingklamotten an, ja, überlegst dir eine nette Geschichte, wie wenn du so spät ankommst. Du fährst tatsächlich nochmal eine Ecke, nochmal eine Dreiviertelstunde weiter und holst dir eine Karte von dem Wanderweg sozusagen an dem Forest, ja, und Bowie schlägt dir vor, dass du dir den Autoreifen zerstichst. Ja, und dann bist du dann nicht weggekommen, also nur, dass ihr ein Alibi habt. Also ihr konstruiert an dem Abend noch gemeinsam ein gutes Alibi, ja, und Bowie ist früher selbst in der Branche gewesen beim FBI, das weißt du ja, und dementsprechend fühlst du dich relativ safe, als du um 3:30 morgens wieder zu Hause ankommst. Die ganze Straße ist schon am Schlafen, du fährst leise rein, ja, bleibst vor der Tür noch stehen und tust so nach, wie unnötig, was für ein abgefuckter Tag. Einfach nur, falls jemand guckt und jemand hört, dass das auch merkt, ja, ziehst dir schon das dreckige T-Shirt aus, so nach dem Motto, hast dich vorher natürlich schon mal umgezogen, ja, weißt du, alles gut. Und dann legst du dich zu dem Schlaf der Gerechten, ja, nimmst vorher nochmal zwei kräftige Schlücke. Du musst jetzt immer noch einen zweiten nehmen, weil Bowie sozusagen für Bowie mittrinken. Und dann legst du dich schlafen. Und ich glaube, das ist auch der richtige Augenblick, um eine kleine Pause zu machen. Nachdem man so einen zweiten Mord begangen hat, ist das vielleicht auch eine Zeit, wo man ein bisschen pausieren sollte. Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie uns, dann liked doch bitte dieses Video. Dennis, vielen, vielen Dank fürs Mitspielen. Sehr gerne. Du hast es mal wieder großartig gemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn ihr, nicht, liebe Zuschauer, nichts verpassen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall den Channel abonnieren, weil dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Genau, der gute Dennis, der zeigt schon drauf, das ist der rote, auffällige Button. Wir brauchen den Subscribe, ja, damit wir weiter produzieren und machen können. Und ansonsten bleibt nichts weiteres zu sagen als bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Pen and Paper Inside Me. Bis dahin, cheers. Ciao.